Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab Simulator. Ja, wir haben noch ein paar neue Gerichte, die wir machen können, aber ich verbrauche natürlich jetzt erstmal das, was ich habe. Einfach damit ich Geld verdiene und mir das neue Lokal leisten kann. Zack, mach mal an. Speisekarte, Suppe. Dann haben wir nochmal Suppe. Döner-Teller, die Kekse, Köfte, Pommes. 2, 4, 6 Stück, jawohl. Machen wir die Pommes einfach ganz entspannt hin. Mache ich hier die Suppe nochmal heiß, guck mal, ob ich da noch was rauskriege. Köfte. Habe ich sogar nur noch zwei da. Dünnerteller habe ich noch ordentlich. In der Zeit kann ich hier schon mal die neuen Kekse platzieren. Zack. Ja, kriegen wir noch 20 raus. Ja, es kommen sogar noch 20 raus. Also könnte sein, dass ich noch mal rausbekomme. Das müssen wir gleich mal uns angucken. Tomatensuppe. Köfte. Jetzt muss ich noch einen Döner-Teller warm machen. Hä? Warum habe ich denn so zwei so bisschen noch? Das ist bestimmt, als ich drüber geschüttet habe oder so, in den unteren Topf reingegangen. Kann ich mir gut vorstellen. So, Döner-Teller. Und dann nur noch die Hühnersuppe. Ja, es sind jetzt 19, was die Hühnersuppe angeht, aber das ist nicht so schlimm. Wegen 1 Milliliter wird ja bestimmt keiner rummeckern. Also im grünen Bereich. Ich mache jetzt trotzdem noch mal eine Tomatensuppe. Das ist hier in den Topf mit reingelaufen. Zack. So, das heißt, wir machen eine Tomatensuppe. 1,20 Liter. Das erstmal aus. Zwei Tomaten. Einfach damit ich schon die Reserve habe, wenn die Tomatensuppe dann alle geht. Butter und Milch rein. Tomaten rein. Anmachen. Tomatensuppe fertig. Packe ich jetzt hier unten rein und dann mache ich den Laden schon auf. Die Leute kommen. Ich will auch einfach Geld verdienen mittlerweile. Also ich brauche auch das Geld, logischerweise. Und darf auch hier reinpacken. Damit ich dann das große Lokal haben kann. 50.000 kostet das. Ich habe es schon fast. Aber ich weiß ja nicht, ob ich da alles nochmal neu kaufen muss. Deswegen hebe ich mir, glaube ich, noch ein bisschen Geld auf. Das gibt es erstmal super. Level 30, jawohl. Und dann können wir eigentlich auch noch den nächsten Gourmet dann langsam mal einladen. Was will denn der nächste Gourmet? Lass mich mal schauen. Ich kann die noch nicht einladen, weil ich Hotdog, Burger und das Hotdog Burger und Zitronen-Knoblauchspieße muss ich machen. Die fressen heute Suppe wie sonst was. Es gäbe hier nichts anderes. Holy shit.
Jetzt habe ich es gleich wieder übertrieben. Habe ich es gleich wieder übertrieben mit den Suppen. Muss uns ein bisschen beeilen. Weil da hat schon jemand die Hühnersuppe haben wollen. Dönerteller Köfte ist noch da. Das heißt, die normalen Pommes. Die brauchen wir noch. Hallo, rein damit! Teller immer wieder nachladen. Das kann hier wieder rein. Herzkekse alle. Na, mal gucken, ob noch jemand das will. Ich habe ja noch welche da. Die kann ich immer schnell noch reinstopfen. Aber wenn jetzt keiner mehr haben will, dann mache ich die auch nicht. Ist alles noch da. Sehr schön. Sehr schön. Da muss ich ja nicht nochmal groß irgendwas fertig machen. Das wäre auch Verschwendung. Aber die Kekse gingen gut weg. Also habe ich nur noch eins da. Mein Pommes habe ich auch noch eins da. Köfte. Dönerspieß ist noch am meisten da. Da ist doch schon wieder Dreck. Wir brauchen auf jeden Fall noch neue Herzkekse. Und Köfte brauchen wir. Und Pommes. Also ich würde nochmal Köfte machen. Köfte. Pommes. Und die Herzkekse. Die machen wir auf jeden Fall morgen nochmal. Kann ich jetzt noch einkaufen? Ich könnte ja auch jetzt noch machen. Und da. Wir brauchen das. Wir brauchen, ich glaube, zweimal Mehl haben wir gebraucht. Oder zweimal Zucker. Egal. Einmal Schokolade war dabei. Das weiß ich. Wir haben einmal Milch gebraucht. Und das war's. Das war's. Erstmal alles auspacken. Zuallererst Schokolade, Zucker und Mehl. Zucker, Mehl, Schokolade, Schokolade, Zucker, Mehl, drei Eier. Eins, zwei, drei. Das Ganze rühren. Dann habe ich diese Bleche genommen, wo ich die dann draufgepackt habe. Und dann noch die Glasur drauf. Wir machen Herzkekse. Alles drauf aufs Tablett. Butter rein, Milch rein, Zucker, was doch nur einmal Mehl, Erdbeer dazu, dann wird das nochmal gemischt, dann kann ich das draufpacken und dann kann ich es in den Ofen stecken. Oh, das geht immer so schön einfach. Wenn er die Schüssel nicht immer hinstellen will, dann wäre das sogar noch schöner. Na hoppala. Damit kann ja keiner rechnen, dass das hier passiert. So, zack. Rein und dann machen wir an und dann ist es schon fertig. Dann können wir uns hier schon um die Pommes kümmern. Können hier die Kartoffeln schon mal klein schneiden. Nebenbei immer mal rüber gucken, ob die schon fertig sind.
Weil das sieht man nur an dieser Feuerflamme, dass die dann fertig sind. Deswegen warte ich jetzt hier kurz. Es ist soweit. Kekse sind fertig. Aber ich glaube, von den Keksen kann man auch nie zu viel haben. Weil was soll da großartig sein? Die Kekse, die machst du schnell. Und dann kannst du die immer reinpacken. Dann alles wieder in den Kühlschrank. Dann sind die Herzkekse schon mal fertig. Ich werde erstmal die Pommes hier reinlegen. Zack, Sonnenblumenöl drin. Der kommt mit rein. 1, 2, 3 Salz. Kreuzkümmel 1, 2, 3. Semmelbrösel brauche ich noch. So, Semmelbrösel rein. Und dann machen wir uns die Köfte raus. Köfte machen. 6 Stück kann ich auf einmal machen. Danach geht mir der Platz aus. Also den neuen Ofen, den größeren, den hole ich dann aber erst, wenn ich dann umgezogen bin in das neue Lokal. Jetzt brauche ich hier gar nicht anfangen mit größeren Sachen zu machen, weil so viel Platz habe ich hier gar nicht. Ist ja schon eng hier. Ich brauche viele Teller und dann muss ich ja auch noch den Backofen reinpacken. Nee. Da geht mir dann schon der Platz aus. Da muss ich schon ein bisschen drauf achten. So, die fertig. Nächste Ladung. Machen wir die letzten 4. Und dann ist das schon mal erledigt. Da kann ich hier schon mal so ein bisschen verteilen. Machen wir auch Stück für Stück erst die Tomaten, dann die Zwiebeln, dann die Chilis. Tomaten sind fertig. Zeit für die Zwiebeln. Mache ich die Chilis drauf. Und dann schneide ich den Rest klein. Ganz entspannt. Tomaten. Ja, da guckst du, da kannst du noch was lernen. Petersilie noch drauf. Da habe ich auch nicht mehr so viel, da nur noch 2 Stück. Aber die Petersilie hat auch ewig gehalten, die habe ich vielleicht einmal gekauft. Einmal habe ich sie genommen von dem Tiny Tony Paket und einfach behalten. Und ansonsten hat ewig gehalten. So, dass das erstmal alles vorbereitet für den nächsten Tag. Und dann gehe ich pennen. 11.000 Piepen eingenommen, Mensch. Krass. Das soll es für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal verkaufen wir dann den ganzen Rest. Und dann können wir uns das große Lokal leisten. Dann machen wir die neuen Produkte für den neuen Gourmet. Das ist der Plan fürs nächste Mal. Für heute war es das. Schaut doch gerne bei den anderen Kebab-Simulator-Videos vorbei. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.